Baby. Guten Morgen. Ich habe hier ganz gut geschlafen in meinem Fass. Draußen regnet es ja auch den ganzen Tag noch. Ja, ich muss jetzt langsam aufstehen, ist kurz vor 8. Dann werde ich heute fast bis zum Altmühlsee fahren, also in den Ort Gunzenhausen, der da dran anschließt, und habe mir da auch jetzt schon wieder ein Zimmer vorgebucht. Und dann morgen geht es weiter mit richtig Zelttour. Ja. Ah, einmal gezeltet jetzt. Naja. So, aber jetzt aufstehen. So, nochmal guten Morgen. Ich bin noch in Dollenstein, habe hier gerade in der Bäckerei gefrühstückt und mich ganz nett mit einem anderen Camper unterhalten, der mit seinem Wohnmobil unterwegs ist. Und den ich vorhin schon im Waschraum getroffen habe. Ja, läuft. Es regnet so ein bisschen, so ein leichtes Nieselwetter im Moment. Also ich fahre jetzt mal los und das Ziel ist heute Gunzenhausen, der Ortsteil Frickenfelde. Landhotel Seerose. Und das sind ungefähr 50 Kilometer. Schauen wir mal. Jeppa! Wir machen den Weg frei. It's raining again. I know. Oh, la 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 la. Es regnet so schön. Also die letzten Wochen haben sich ja viele beklagt, dass es zu wenig Wasser gibt in Deutschland. Also Bayern hat den Wettbewerb gewonnen. Die haben jetzt genug Regen hier. Uah. Romantisch ist das hier schon. Da vorne so ein schöner Felsen. Da ist schon geil. Eine Höhle. Also der Altmühltal-Radweg macht auch Spaß bei Regen. Also es gibt schlimmere Radwege, wo ich dann denke, oh Mist, jetzt auch noch Regen. Aber ja, ist komisch, aber weil man hier seine Ruhe hat. Und da hinten kommen noch zwei Radfahrer. Hallo. Wegen Datenschutz braucht man auch keine Angst haben, weil bei der Verkleidung heutzutage ist gar keiner zu erkennen, so richtig. Bei schönem Wetter ist er natürlich noch schöner, der Weg. So, mal wieder Feierabend. Die Kamera wird sonst vielleicht dann doch undicht, ich weiß es nicht. Da wäre ich doch glatt dran vorbeigefahren. Das sind die berühmten 12 Apostelfelsen, die aus Schwammalgenkalken aufgebaut sind und die Reste eines Riffgürtels im tropischen Jurameer darstellen. Und die sind dann da hinten zu sehen. Also hier war mal früher ein Meer. Das ist heute halt nicht das optimale Wetter für solche Aufnahmen. Die 12 Apostelfelsen. Haben wir die auch gesehen. So. Ich steuere jetzt auf Pappenheim zu. Mit den Pappenheimern. Und dann müsste eigentlich irgendwann Treuchtlingen kommen. Jetzt kommt eine Kurve. Und hier ist
ganz schön viel Betrieb. Also es sind doch einige Radler noch unterwegs. Und da vorne auch schon wieder zwei. Ja, na gut, die müssen alle ihren Weg machen, sonst guckt man ja nicht an. Ja, ich weiß nicht, wo der Sprichwort herkommt, aber ist bestimmt bekannt. Ich muss mich mal belesen. Ich wusste gar nicht, dass ich hier durchkomme durch den Ort. Aber es hat wahrscheinlich irgendwas mit dem Krieg oder so zu tun oder mit der Residenzstadt. So, hier geht's weiter. Ah, ein schöner kleiner Tunnel. Also hier in Pappenheim gibt es wohl auch noch so diese Weidenkirche. Ich glaube, das ist die Weidenkirche. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall so eine. Gucken Sie sich das mal an. Oder guckt euch das mal an. Jetzt sieht sich hier schon. Es liegt alles am Regen. Das ist wohl noch nicht ganz fertig, weil bis oben ist noch Luft. Ja. Ja, da ist ein Infoschild. Kirche natürlich, Weidenkirche der evangelischen Jugend in Bayern. Und auch mal im Regen sehr schön. Ne? Die Natur braucht ja auch Wasser. Also passt wieder alles gut zusammen. Jetzt geht es hier wieder mal am Wald entlang und da ist der Weg ein bisschen, naja, ein bisschen matschiger, das geht aber. So, ich glaube 6-7 Kilometer bin ich in Treuchtling, dann mache ich erstmal irgendwie eine Pause, wenn ich da was finde, wo ich mich reinsetzen kann, um ein bisschen abzutrocknen. Aber ich kann nicht meckern, eigentlich fühle ich mich so ganz wohl noch. Also es ist, die Temperaturen sind auch noch gerade an der Grenze. Also ohne Handschuhe kann man fahren. Ja, super alles. Also wenn das Wetter heute richtig gut gewesen wäre, ich hätte, glaube ich, die ganze Zeit nur gefilmt. Traumhaft. Wirklich traumhaft, der Weg. Ja, Treuchtlingen, das ist hier die Stadthalle und hier ist ein Grieche daneben und da habe ich jetzt gerade so eine kleine Mittagspause gemacht mit Gulaschsuppe und Feta-Käse und jetzt geht es weiter. Ich denke, ich habe Halbzeit jetzt gehabt und fahre jetzt weiter Richtung Norden. So ein leichter Nieselregen ist jetzt gerade, also ich glaube, so ein bisschen schwächelt da jetzt der Regen, werde ich mal ausnutzen und mal losfahren, ne? Hier hatte ich auch einen schönen trockenen Platz für mein Fahrrad und auch keine Angst gehabt, dass hier irgendwas passiert. Also habe es zwar angeschlossen, aber wie sagte das letztens einer so schön, so ein vollbeladenes Trekkingrad, das klaut man mal auch nicht ebenso schnell. Also deshalb, also da eventuell, dass mal eine Tasche weg ist, aber na gut, da darf man halt keine Wertsachen drin haben, die wirklich wichtig sind. Okay, das dazu nochmal. An der Bahnlinie. Ah, so. Da geht's hoch. Ja, es hat jetzt wieder angefangen, ein bisschen mehr zu regnen. In
Feuchtling war es eigentlich schon relativ trocken. Wahrscheinlich die Stunde, wo ich Pause gemacht habe, da hat es ein bisschen nachgelassen. Naja, aber die Pause musste auch sein. So. Ah, ich freue mich schon auf morgen. Endlich weniger Klamotten an und immer klare Sicht. Mal sehen, hoffentlich wird das wahr. So eine Aussicht hat man von hier oben, naja, auch nicht schlecht. Hi! Hardcore! Oh, Gegenwind! Ja, weiß nicht, ob man das schon Starkregen nennen kann. Hart an der Grenze. Und nur geradeaus. Liegt am Flachland, hier ist kein Berg mehr in der Nähe, richtig. Und, so 8 Kilometer wohl noch. Naja, war so schön trocken vorhin. Naja, nur noch klamm. Jetzt bin ich wieder richtig durch. Also durch nicht, aber alles nass. So, das ist hardcore. So kurz vorm Ziel kam hier nochmal so eine Steigung mit 16% und ich habe es gerade mal so geschafft, den hochzuschieben, den Esel hier. Boah. Aber jetzt geht es, glaube ich, wirklich nur noch runter da hinten oder nochmal hoch, ich weiß nicht, weil ich bin gleich da. 2-3 Kilometer noch. So. Und der Regen hat hier merklich nachgelassen. Das sind immer so Felder, aber da unten, das war die Hölle gerade. Jetzt bin ich Gott sei Dank gleich am Ziel. Bin jetzt im Hotel angekommen und schließe jetzt gerade mein Fahrrad ab. Schön trocken. Ja, ist ein schönes Zimmer. Habe ich Glück gehabt. Und morgen gibt es auch hier Frühstück. Boah, super. Bin mal wieder sehr zufrieden und richtig gut. Habe ich hier auch gleich wieder super gefunden, ohne großartig. Navi muss ich heute Kompliment machen, nicht ausgestiegen, alles top. Garmin kann man wieder empfehlen. Und ja, meine Taschen gucke ich gleich mal. Also ich habe sie gerade ein bisschen abgespült, ob die noch dicht jetzt sind. Nach dieser Abspülaktion schauen wir mal. Gut, und dann werde ich mal gleich unten gucken, da ist ein Kühlschrank und werde mir gleich ein kühles Bier, glaube ich, genehmigen. Ich glaube, das habe ich mir heute verdient. Junge, Junge. Ja, ich war gerade noch beim Italiener, hier so 1,7 Kilometer runter die Straße, war ganz schöne Aktion, aber frische Luft tut auch nochmal ganz gut und ich habe ja den ganzen Tag keine frische Luft gehabt. Ja, Spaß beiseite. Jedenfalls, es war ein netter Italiener. Also richtig toll. Gemütliche Atmosphäre. Aber das hast du in Bayern ja häufig oder meistens. Und der Rest dann später. Ich habe ja noch ein paar Tage vor mir. Okay. Und Zeltabende. Davon will ich ja eigentlich berichten und nicht hier von Hotelleben. Naja. So, also. Gutes Nächtle. Gute Nacht. Hi. Oh, der Akku ist leer. Fangen wir mal von vorne an. So, wahrscheinlich ist er jetzt leer, ne? Die Brille kann ich nicht putzen, weil ich kein trockenes Tempo habe. Muss ich auch gleich rausholen. Ich mache auch mal so ein Laber-Video. Oh, läuft ja noch. Ah, ja. Ich sag mal tschüss.